Ja, die steuerlichen Folgen der Unternehmenskasse für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ich beginne vielleicht einmal einfach mit dem Arbeitnehmer. Die Umwandlung, das heißt den Verzicht, den der Arbeitnehmer ausübt, der ist für ihn vollkommen steuerfrei. Auch wenn der Arbeitgeber einen Zuschuss gibt, ist es ihm vollkommen steuerfrei. Übrigens in unbeschränkter Höhe steuerfrei. Das heißt auch 300, 400, 500 Euro im Monat, wenn sich einer das leisten kann, oder einmal Beträge wie dann Themen oder Ähnliches, sind steuerfrei. Das sind meine wesentlichen Auswirkungen. Wenn er es dann rausbekommt, der Arbeitnehmer, der Vermögensaufbau ist ja auch für ihn steuerfrei, da passiert in der Zwischenzeit gar nichts. Wenn er es rausbekommt, müssen wir unterscheiden, Rente oder Kapital. Bekommt er Kapital heraus, haben wir die sogenannte Fünftelregelung, also die Besteuerung nach der Ein-Fünftel-Regelung. Bekommt er Rente heraus, haben wir ganz attraktive Verteilung und damit auch eine niedrige Steuerbelastung. Das ist also der Vorteil und die steuerliche Auswirkung auf der Arbeitnehmerseite. Und arbeitgeberseitig muss man sagen, sind die Dotierungen, die Einzahlungen in die Unterstützungskasse im Rahmen des 4D steuerlich begünstigt. Und auch Zinszahlungen in die Unterstützungskasse sind unbeschränkt steuerlich begünstigt, natürlich immer angemessener Zins vorausgesetzt. Und der Vermögensaufbau, die Kapitalerträge, die sich in der Unterstützungskasse entwickeln, durch die freie Kapitalanlage, durch Darlehensrückgewähr oder Belastung im Unternehmen, wie auch immer, die sind steuerfrei, was das Ganze natürlich hoch interessant macht. Auf der einen Seite steuerliche Abzugsfähigkeit, auf der anderen Seite steuerfreier Aufbau, das ist die höchste Effizienz für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber kann natürlich auch hier Einmalzahlungen verarbeiten, Einmalzahlungen vom Unternehmer annehmen und entsprechende Dotierungen berechnen lassen. Ja, das sind im Prinzip die steuerlichen Auswirkungen, wie es auf beiden Seiten sind. Im Ergebnis steuerlich ganz einfach. Ja, ein Punkt ist natürlich die erzielten Überschüsse. Es wird natürlich schnell mehr steuerlich verarbeitet, mehr steuerlich verbucht, mehr steuerlich abgesetzt, als überhaupt für die Erfüllung der Zusagen notwendig ist. Diese Überschüsse, wenn es der Unternehmer wieder haben möchte, die sind natürlich dann ganz normal steuerpflichtig, vermehren sich aber hier im steuerfreien Bereich. Also von daher sehr interessante Lösung, auch zur eigenen Versorgung, auch für die Versorgung des GmbH und KKG Geschäftsführers oder auch für die Familie.